Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru, heute mit den M&M's and Biscuit. Die kommen euch vielleicht bekannt vor, denn die M&M's mit Schokolade und Keks gab es schon mal vor ein paar Jahren hier bei uns in Deutschland. Ich habe diese neue Version jetzt in Portugal gekauft und werde sie gleich mit euch testen. Ihr kennt die wahrscheinlich noch von früher, da hießen die Bisc and, also Keks und M&M's. Ich glaube, da gab es auch Mars oder sogar Snickers von und natürlich gab es da auch Twix von. Und das Twix hat ja bereits sein Comeback gefeiert hier bei uns in Deutschland. Vielleicht ziehen die M&M's mit Keks ja nach. Ich bin gespannt. Das heißt übrigens nicht Top, sondern Biscuit. Es hätte ja eigentlich auch Twix Biscuit heißen können, oder? Genug gelabert, ich mache das jetzt mal auf. Wie gesagt, aus Portugal. Deswegen gibt es am Ende kein Foto von den Nährwerten, aber ich lese sie euch gleich mal vor. Ein Riegel hat 102 Kalorien. Ein Riegel hat 19,8 Gramm, 102 Kalorien. Zucker ist erstaunlich, ist nicht so hoch, 7,4 Gramm, das finde ich ganz cool. Es sind auch so ein bisschen kleiner wie früher, meine ich. Bin mal gespannt. So, aber 102 Kalorien, das ist eine Hausnummer, damit können wir arbeiten. Und von der Größe her sind auch genauso groß wie Twix Top. Sind es denn M&M's? Mein fachkundiger Blick würde jetzt fast schon sagen, nein, da ist doch kein M drauf. Aber ich beiß trotzdem mal rein. Der Keks ist genauso wie bei Twix Top. Also das ist leicht salzige und bröselige. Jetzt esse ich mal die M&M's runter, obwohl kein M drauf ist. Aber das wollen wir überprüfen. Das zweite mache ich auch noch auf. Ich will doch mal wirklich sehen. War das vielleicht ein Versehen? Oder, ah, doch, hier. Hier sind noch ein paar mehr drauf. Und hier sehen wir, ich komme mir gerade vor wie so ein Archäologe, die Überreste der M's. Sehr schön. Es sind also echte M&M's, ihr Lieben. So, ich esse es jetzt mal auf hier. Und für alle, wer Portugiesisch? Ah, Französisch ist ja auch drauf. Das heißt, hier gibt es im nicht nur in Portugal, sondern auch in Frankreich, ihr Lieben. Ziemlich nah bei uns an der Grenze hier schon. Vielleicht schwappen die auch mal rüber. Das Milka Tender Break ist ja auch rübergeschwappt. Bei uns heißt es jetzt Milka Crunchy Break. Die Twix Top gab es auch zuerst in Frankreich. Jetzt gibt es sie auch bei uns. Und vielleicht 2018... Also dieses Jahr M&M's and Biscuit bei uns in den Regalen. Ich bin gespannt auf eine Skala von 1 bis 10 von der Bewertung. Also ich mag diesen Keks ja total gerne. Gebe ich den ganz gute 8 Punkte, wirklich 8 Punkte, weil ich auch schon Twix Top vom Geschmack bin, gewohnt bin und ich mag das Karamell da drin. Jetzt haben wir nur Schokolade und die M&M's. Das ist okay, aber ist jetzt auch nicht so der mega Überburner. Es schmeckt lecker, also wegen diesem leicht im Salzgehalt des Kekses. Schmeckt es so geil mit der Schokolade. Aber wie gesagt, 8 gute Punkte für M&M's and Biscuit, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, kommentieren und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!